Hallo zusammen, wir besprechen heute weiter die Übungsblätter des Kurses Makroökonomik 2. Wir hatten ja in der letzten Übung, also in dem letzten Video, das zweite Übungsblatt nicht fertig besprochen, aufgrund der Zeit. Deswegen, genau, würde ich jetzt in diesem Video erstmal Übungsblatt 2 zu Ende besprechen. Als erstes zeige ich kurz ein Video, das die studentische Unternehmensberatung der Universität Siegen vorstellt. Danach spreche ich noch kurz einmal die Fragen durch, die mir per E-Mail geschrieben wurden. Und ich hoffe, dass alles, wonach nicht gefragt wurde, jetzt wirklich von jedem, der diese Videos hier geguckt hat, auch verstanden wurde. Und ich hoffe auch, dass ich mit dem, was ich jetzt gleich noch mehr erkläre, wozu die Fragen gestellt wurden, die Fragen beantworten kann. Falls es danach immer noch Unklarheiten gibt oder falls euch noch andere Fragen auffallen. Und genauso natürlich zu allem, was hier in diesem Video auffällt, was ihr nicht ganz versteht, schreibt mir auf jeden Fall wieder einfach E-Mails mit den Fragen, die ihr habt. Und ich füge die Mailadresse wieder am Ende des Videos ein. Ich bin Finn, bin 22 Jahre alt und starte jetzt sowohl bei S&C als auch in meinem BWL-Studium ins dritte Semester. Hey, ich bin Felix, 24 Jahre alt, studiere im sechsten Semester BWL und bin nun schon seit 3 Semestern bei Study and Consult Mitglied. Ich bin Sibi und bei S&C, der studentischen Unternehmensberatung in Siegen. Wir sind Study and Consult, die studentische Unternehmensberatung der Universität Siegen. Uns gibt es schon seit über 20 Jahren, in denen wir über 250 Projekte erfolgreich abgeschlossen haben. Vielleicht geht es euch wie mir am Anfang und ihr fragt euch, was ist eigentlich eine studentische Unternehmensberatung? Und die Sache lässt sich recht einfach erklären, denn eine studentische Unternehmensberatung arbeitet wie eine reguläre Unternehmensberatung auch, nur dass sie eben von und für Studenten gemacht ist. Wenn es um Projekte geht, fahren wir zum Kunden hin, identifizieren das Problem und helfen entsprechend bei der Lösung. Das kann die Auffrischung der neuesten Office-Kenntnisse sein oder vielleicht auch die Entwicklung einer Marktstrategie. Intern sind wir in Ressorts organisiert. Bei uns kann man sich in 6 verschiedene Ressorts einbringen. Das heißt, für jeden ist eigentlich eine Richtung dabei, ob es jetzt Finanzen und Recht ist oder ob ihr eher ins Marketing reinschnuppern wollt oder vielleicht auch ins Qualitätsmanagement. Ihr könnt euch mal auf der Seite bei uns informieren, welche Bereiche es da so gibt, aber da ist auf jeden Fall für jeden was dabei. Unsere Dachverbände bieten uns die Möglichkeit, das alles auch noch auf Deutschland, Europa und weltweiter Ebene zu erleben. Das heißt, wir können Unternehmen und auch Berater und Beraterinnen von der ganzen Welt kennenlernen und mit ihnen zusammenarbeiten. Aber neben der Arbeit soll der Spaß natürlich auch nicht zu kurz kommen. Wir haben regelmäßig coole Socials und Aktivitäten. Bei uns haben sich schon jede Menge Freunde gefunden. Neben den ganzen Projekten und Erfahrungen, die man bei uns sammeln kann, ist es bei uns auch ganz wichtig, dass wir ein studentischer Verein sind. Das heißt, dass wir eine sehr positive Gemeinschaft miteinander haben möchten, dass wir alle miteinander harmonieren und dafür gibt es recht viele Möglichkeiten, sich auch da einzubringen. Beispielsweise haben wir recht viele Socials. Ich glaube, zur Krombacher fällt jeder in Siegen mal, aber wir machen dann noch so Sporttage oder Wandertage, gehen mal alle zusammen essen oder kochen in kleineren Gruppen zusammen. Also wenn ihr euch einbringen möchtet, dann findet ihr auf jeden Fall den Anschluss, wie man den studentischen Verein sucht. Ihr werdet euch vor allen Dingen fragen, warum sollte ich mir das eigentlich antun? Es kostet Zeit, Nerven und Energie. Und das in seinen Universitätsalltag unterzubringen, muss ja auch irgendwie geschafft werden. Aber ihr lernt vor allen Dingen etwas für euch selbst. Denn es sind nicht nur praktische Sachen, PowerPoint, Word, Projektmanagement oder Präsentationstechniken, die ihr verbessern könnt, sondern es ist vor allen Dingen so, dass ihr die Möglichkeit habt, auch bei uns etwas für eure Zukunft zu machen. Es gibt Kongresse, auf denen ihr Unternehmensvertreter kennenlernt. Ihr kriegt richtig geile Praktika oder ihr bekommt vielleicht auch schon die Stelle für die Zeit nach eurem Studium. Und das ist immens viel wert, vor allen Dingen heutzutage. Meine Zeit bisher bei S&C war einfach nur der Wahnsinn. Ich habe so viel Neues gelernt, ich habe so viele neue Leute aus ganz Deutschland kennengelernt, habe so tolle Erfahrungen gemacht und ich würde jedem empfehlen, zu uns zu kommen und Teil des Teams zu werden. Ihr seid alle herzlich willkommen. Hast du Lust, dich weiterzuentwickeln, Erfahrungen zu sammeln und neue Leute kennenzulernen? Dann bist du bei uns genau richtig.
Bewirb dich jetzt oder schreib uns einfach per Social Media, wenn du noch Fragen hast. Wenn dich das Video jetzt noch nicht abschließend überzeugt hat oder du ganz viele Fragen hast, dann kannst du uns gerne auf Social Media schreiben oder du sendest direkt eine E-Mail an Finn, unseren HR-Vorstand. Die Kontaktdaten werden später noch eingeblendet im Video. Du kannst gerne auf unsere Website vorbeischauen oder wir können auch ganz entspannt mal einen Kaffee zusammen trinken gehen. Dann können wir vielleicht ein paar Erfahrungsberichte austauschen oder auch über deine individuellen Fragen sprechen. Das Ganze geht natürlich auch digital. Ich glaube, das ist aktuell die einzige Möglichkeit. Wir freuen uns immer über neue Gesichter im Verein, denn nicht nur du kannst etwas von uns lernen, sondern wir können natürlich auch etwas von dir lernen. Wir suchen explizit Studierende aller Fachrichtungen. Bei uns brauchst du auch keine BWL-Vorkenntnisse, um mitzumachen. So vielfältig wie die Mitglieder sind, sind es eben auch unsere Projekte und so soll es auch der Verein sein. Egal, ob du jetzt im sechsten oder im ersten Semester bist, bei uns bist du jederzeit herzlich willkommen und du kannst sehr, sehr viel lernen, was du auch fürs Studium nutzen kannst, aber auch später fürs Arbeitsleben. Okay, das war das Video, in dem sich die studentische Unternehmensberatung der Uni Siegen einmal vorstellt. Jetzt kommen wir zu den Fragen, die ich per Mail bekommen habe. Erstens wurde ich gefragt, mehrfach, ob die PowerPoint-Präsentation, die der Herr Prof. Dr. Franke Fiebach zu seinen Vorlesungen hochgeladen hat, ob die nur als Präsentation hochgeladen werden oder ob die auch noch als Video hochgeladen werden. Und die Dateien, die hochgeladen wurden, sind zwar im PowerPoint-Format, aber das sind vertonte PowerPoint-Versionen. Also der Herr Prof. Dr. Franke Fiebach hat die nicht als MP4-Format hochgeladen, wie ich das mit diesen Videos hier gemacht habe, sondern als PowerPoint-Format. Aber man kann die Tonspur dazu trotzdem abspulen, also es ist trotzdem eine vertonte PowerPoint-Version. Das heißt, ihr müsst die einfach downloaden und abspielen. Der Herr Prof. Dr. Franke Fiebach hat dazu auch noch eine E-Mail rumgeschickt, nachdem die Fragen gestellt wurden, in der er das nochmal erklärt, wie man das Ganze abspielt. Okay, die erste Frage, die ich gestellt bekommen habe, inhaltlich gesehen, war zu Aufgabe 1a. In der Aufgabe 1 hatten wir eine Produktionsfunktion gegeben. Hier habe ich die nochmal kurz eingeblendet, damit sich alle nochmal kurz daran erinnern, weil je nachdem, wann ihr das Video geguckt habt, ist das letzte Video ja schon ein bisschen her. Die Produktionsfunktion bestand aus dem Kapitalbestand und der Beschäftigung, weil wir festgelegt hatten, dass der technologische Fortschritt gleich 1 ist, also a. In der Aufgabe 1a sollten wir dann die Produktionsfunktion und die Kapitalakkumulationsgleichung jeweils in Pro-Kopf-Größen angeben. Und die Frage bezog sich dann auf die Kapitalakkumulationsgleichung in Pro-Kopf-Größe. Genau, das ist die Folie, die ich eingeblendet hatte, anhand derer ich die Lösung erklärt hatte. Und die Frage war, warum man keine zwei Indizes in der Gleichung stehen lassen kann. Also ihr seht, in der dritten Zeile haben wir das ja einfach durch n geteilt und jetzt war halt die Frage, warum man es nicht einfach dabei belassen kann, sondern warum wir das jetzt irgendwie so umformen, dass wir am Ende halt links von dem Gleichzeichen jeweils denselben Index haben und nicht t plus 1 und t. Okay, also Ziel der Aufgabe ist es ja, die Kapitalakkumulationsgleichung pro Kopf anzugeben, also die Kapitalintensität. Dazu stellen wir als erstes die Kapitalakkumulationsgleichung auf. Das ist einfach das, was ihr in der ersten Zeile seht. Genau, falls dazu noch Fragen sind, könnt ihr mir ja einfach nochmal schreiben. Aber an sich besteht die halt, wie gesagt, einfach nur aus dem Bestand des Vorjahres, also das, was aus dem Vorjahr noch übrig ist und nicht abgeschrieben wurde. Und aus dem, was neu investiert, also neu angespart wurde. Jetzt sollen wir das Ganze ja als Pro-Kopf-Größe angeben. Das heißt, wir teilen als erstes mal durch n. Ich denke, bis hierhin, also bis zur dritten Zeile, ist das jedem erstmal klar. Jetzt ist das Problem, wenn wir es durch n teilen, dann haben wir den Kapitalbestand aus der Periode t plus 1 pro t
die Beschäftigung aus der jetzigen Periode. Das heißt, wie ihr seht, links vom Gleich steht ja kt plus 1 geteilt durch nt. Also haben wir einmal den Index t plus 1 und einmal den Index t. Okay, und das Problem ist jetzt einfach nur, dass wir ja keine Informationen aus so einer Gleichung ziehen können. Also der Kapitalbestand nächste Periode pro Beschäftigung dieser Periode bringt uns ja nichts, weil halt der Kapitalbestand ja nicht an der Beschäftigung gemessen werden kann, wenn der Kapitalbestand jetzt gerade noch gar nicht vorliegt, sondern das ja der Kapitalbestand der nächsten Periode ist. Das heißt, wir müssten immer den Kapitalbestand mit der Beschäftigung aus derselben Periode ins Verhältnis setzen. Uns bringt ja nichts, das Verhältnis zu wissen aus Kapitalbestand der nächsten Periode und Beschäftigung dieser Periode, weil die beiden haben ja nichts miteinander zu tun. Deswegen setzen wir immer den Kapitalbestand und die Beschäftigung aus derselben Periode ins Verhältnis, um auch irgendwelche Informationen daraus ziehen zu können. Und da wir jetzt hier kt plus 1 gegeben haben und wir ja in der Aufgabenstellung eine Formel für nt bzw. für nt plus 1 gegeben hatten, können wir die jetzt hier einfach einsetzen, damit wir auf den gleichen Index kommen. Also wir hatten ja eine Formel gegeben, die den Zusammenhang zwischen nt und nt plus 1 beschreibt. Und die können wir einfach einsetzen und so nt durch 1 plus n geteilt durch nt plus 1 ersetzen, was ja jetzt hier gemacht wurde. Und der Sinn davon ist einfach nur, dass wir auch Informationen aus dem Bruch quasi ziehen können, weil der Kapitalbestand im Verhältnis zur Beschäftigung aus einer ganz anderen Periode bringt uns ja nicht weiter. Daraus können wir halt nichts schlussfolgern. Die nächste Frage bezog sich allgemein auf das Zeichnen von Graphen. Ich erkläre das einfach nochmal kurz an der Aufgabe 1d. Und zwar haben wir immer eine Volkswirtschaft im Steady State gegeben und dann ändert sich irgendeine Variable. Hier in diesem Fall ändert sich die Sparquote von 10% auf 20%. Jetzt sollen wir die Auswirkungen grafisch darstellen. Wenn man die Auswirkungen grafisch darstellen soll, ist es ja hier nicht explizit gegeben, die Auswirkungen, worauf man grafisch darstellen soll. Aber dann stellen wir eigentlich immer die Auswirkungen auf die Kapitalintensität, die Produktion pro Kopf, den Konsum pro Kopf und die Investitionen pro Kopf dar. Weil das sind die vier großen Variablen, mit denen wir uns die ganze Zeit beschäftigen und die eine Volkswirtschaft quasi abbilden in dem Fall hier. Also wir gehen in den Aufgaben hier einfach davon aus und mit den vier Variablen beschäftigen wir uns hier die ganze Zeit und deswegen zeigen wir dann einfach die Auswirkungen, wenn die Frage so gestellt ist, auf diese vier Variablen. Genau, wir sollen davon ausgehen, dass die Änderung in der Periode t gleich 11 erfolgt. Und was dann jetzt hier in dem Lösungsansatz gemacht wurde, war als erstes die Werte für den ursprünglichen Steady State zu errechnen, also für einen Steady State bei einer Sparquote von 10%. Und als zweites die Werte für den neuen Steady State zu berechnen, also die Werte für eine Sparquote von 20%. Das Ganze haben wir dann grafisch gezeichnet. Jetzt war die Frage, die gestellt wurde, wofür muss man überhaupt sowohl den alten als auch den neuen Steady State Wert errechnen? Und warum ist es wichtig, dass die Änderung in der Periode t gleich 11 erfolgt und nicht mal anders, also wieso müssen wir das überhaupt wissen, wann ihr folgt? Genau, ich habe euch einfach nochmal kurz aufgeschrieben, wie ich das immer gezeichnet habe, in so vier Schritten. Ich hoffe, das hilft irgendwie. Und zwar, der Sinn, weswegen wir den alten und den neuen Wert berechnen müssen, ist, dass der Graph zeigt, wo quasi die jeweilige betrachtete Variable, welchen Wert die am Anfang annimmt und welchen Wert die am Ende annimmt. Wir gucken uns jetzt einfach mal kurz den Output an. Also die Produktion pro Kopf ist ja hier gezeigt. Und wir wissen von der Produktion pro Kopf, dass die sich in einem Steady State nicht verändert. Solange die Wirtschaft also im Gleichgewicht ist, ändert sich die Produktion pro Kopf nicht. Aber die Wirtschaft wird aus dem Gleichgewicht quasi rausgeworfen, dadurch, dass sich beispielsweise die Sparquote ändert. Weil wir wissen, wenn sich die Sparquote ändert, dann wird die Wirtschaft wenn die Sparquote sich erhöht, dann wird die Wirtschaft eine Zeit lang wachsen und sich dann in einem neuen Steady State, also in einem neuen Gleichgewicht, wieder einpendeln.
Es kommt aber nicht zu einem langfristigen Wachstum, sondern es wird einfach nur das Niveau, auf dem produziert wird, erhöht, weil halt mehr gespart wird im Vergleich zu vorher. Okay, das erste Wichtige ist, dass ihr, wenn ihr den Graphen zeichnet, auf die Achsenbeschriftung achtet. Auf der X-Achse beispielsweise hatte ich ja gesagt, dass es wichtig ist, dass ihr einen langen Zeitraum einzeichnet. Hier wurde jetzt immer ungefähr ein Zeitraum von 100 Perioden gewählt. Dann ist es so, dass ihr den Verlauf von der jeweiligen Variable von dem alten Wert zum neuen Wert zeigen sollt. Ihr sollt ja die Auswirkungen auf die Wirtschaft zeigen. Das heißt, die Auswirkungen der Erhöhung der Sparquote beispielsweise auf die Produktion. Und wenn die Sparquote von 10% auf 20% erhöht wird, dann müssen wir ja wissen, wie sind die Auswirkungen auf die Produktion, okay, wo war die Produktion vorher und wie hoch ist die Produktion mit einer Sparquote von 20%. Uns bringt ja nichts, einer der beiden Werte bringt uns ja nichts. Es bringt uns nichts, die Produktion für eine Sparquote von 10% auszurechnen. Und es bringt uns nichts, die Produktion für eine Sparquote von 20% auszurechnen, ohne die Produktion für 10% auszurechnen, weil wir dann keinen Vergleich haben, ob die sich überhaupt geändert hat, wie stark die sich überhaupt geändert hat. Wenn man die Auswirkungen zeigen soll, dann soll man ja zeigen, wie groß die Änderung im Vergleich zu vorher ist. Das heißt, wir rechnen den Steady-State-Wert für eine Sparquote von 10% aus. Und das ist unser Ausgangswert, das ist unser Anfangswert. Das ist das, wo die Produktion über die gesamten letzten Perioden war, solange wie wir uns halt im Steady-State befunden haben. Und die hat sich nicht geändert, die Produktion, die wir für 10% ausrechnen. Deswegen können wir die auf jeden Fall an der Y-Achse schon mal einzeichnen. Also quasi einfach als Y-Achsenabschnitt einzeichnen. Okay, dann wissen wir, das ist das Niveau, auf dem produziert wird und das ändert sich auch nicht, solange man sich im Steady State befindet. Das ändert sich erst in dem Moment, in dem sich äußere Einflüsse ändern, beispielsweise, dass die Sparquote erhöht wird. Und deswegen wurde in der Aufgabenstellung gegeben, dass sich diese Sparquote erst in der Periode T gleich 11 erhöht. Das heißt, hier müsst ihr zeigen, dass ihr wisst, okay, bis zur Periode T gleich 11 ändert sich das Niveau nicht, in dem produziert wird. Das ändert sich erst ab der Periode T gleich 11, weil vorher ist alles gleich und im Steady State heißt das, der Wert bleibt konstant. Der Wert der Produktion, das Niveau der Produktion bleibt konstant. Das heißt, ihr zeichnet den Wert, den ihr ausgerechnet habt, den ihr als Y-Achsenabschnitt hier einzeichnet, einfach quasi als gerade weiter, waagerecht, also parallel zur X-Achse, bis zur Periode T gleich 11, um zu zeigen, dass sich das hier nicht ändert. Das ist wichtig, dass ihr darauf achtet. Okay, also als erstes achtet ihr auf die Achsenbeschriftung, als zweites zeichnet ihr den Anfangswert ein als Y-Achsenabschnitt und als drittes zieht ihr diese Gerade bis zum Wert T gleich 11. Also ihr guckt einfach auf der X-Achse, wo der Wert 11 ist und bis dahin müsst ihr diese Gerade ziehen. Und als letztes rechnet ihr noch den Wert der Produktion pro Kopf für eine Sparquote von 20% aus, weil das ist das, wo die Produktion langfristig durch diese Erhöhung der Sparquote quasi sich einpendelt. Wir haben den Wert einfach vorher ausgerechnet und dann könnt ihr einfach ganz grob so circa bei 100 Perioden später, also bei T gleich 100, oben auf diesem Niveau, das ihr ausgerechnet habt, so einen Punkt einzeichnen, einfach einen Punkt einzeichnen und dann zeichnet ihr eine Kurve von der Periode T gleich 11, die ihr bereits eingezeichnet habt, bis zu dem Punkt, den ihr gerade eingezeichnet habt, in der Periode T gleich 100 ungefähr, so eine Kurve dahin. Und dann ist wichtig, dass ihr darauf achtet, dass ihr gegen Ende des Graphen halt keine Steigung mehr groß einzeichnet, weil dann pendelt sich das ja in einem neuen Steady State ein und sobald der neue Wert erreicht wurde, wird der sich nicht mehr ändern. Wir können jetzt noch mal kurz gucken, welche Werte wir errechnet hatten. Das war, was wir für die Aufgabe 1d berechnet hatten. Also wir waren jetzt gerade bei der Produktion pro Kopf. Wir haben die ausgerechnet für den alten Sparquotenwert für 10% und sind dabei auf 0,833 gekommen. Das seht ihr in der Gleichung, wo die in Klammern 10 hintersteht. Und wenn wir dasselbe nochmal für die Sparquote von 20% ausrechnen, dann kommen wir auf einen Wert der Produktion pro Kopf von 1,667. Das seht ihr bei der Gleichung, wo die 11 in Klammern hintersteht. Das heißt, unser Startwert, den wir in den Graph einzeichnen, ist 0,833
Und der Endwert, den wir in den Graph einzeichnen, ist 1,667. Genau das wurde jetzt hier gemacht. Also ihr seht einfach, wenn ihr euch den Graphen vom Output anguckt, dass der bei dem ersten Wert losläuft und letzten Endes bei dem zweiten Wert, den wir ausgerechnet hatten für eine Sparquote von 0,2, exakt bei diesem Wert endet. Und ihr müsst die Werte bestenfalls halt vorher ausrechnen, weil ihr ja als allererstes den Graphen überhaupt, also dieses Koordinatensystem überhaupt erst zeichnen müsst. Und für die Achsenbeschriftung wäre es natürlich ganz gut zu wissen, in welcher Größenordnung ihr die y-Achse überhaupt beschriften müsst. Das heißt, als erstes immer den Anfangs- und den Endwert einmal ausrechnen und dann den Graphen zeichnen, so wie ich das hier aufgeschrieben habe. Und das ist allgemein. Also wenn ihr die Auswirkungen zeigen sollt, dann rechnet ihr immer beide Werte aus, sowohl wie es halt vorher war, als auch wie es nach der Änderung war. Und das gilt jetzt hier für alle Graphen, für die vier Graphen und auch für alle anderen Aufgaben, die wir in so einem Kontext bisher gerechnet haben. Das heißt, ihr könnt dafür eigentlich immer die vier Schritte hier benutzen. Der Konsum ist die einzige Ausnahme, das hatte ich aber ja auch recht ausführlich erklärt, dass der anfänglich kurz einbricht. Also in der Periode t gleich 11 gibt es einen direkten Effekt der höheren Sparquote auf den Konsum, weil wenn man erstmal spart, mehr spart als vorher, muss man ja, wenn das Einkommen nicht steigt, weniger konsumieren, um überhaupt mehr sparen zu können. Langfristig wissen wir, steigt das Einkommen, aber am Anfang ja erstmal noch nicht so stark. Das heißt, wenn man am Anfang stark spart, aber das Einkommen nur ganz gering ansteigt, muss man erstmal weniger konsumieren. Irgendwann steigt das Einkommen dann aber so stark an, dass diese erhöhte Sparquote ausgeglichen wird und sogar mehr als das. Das heißt, man kann mehr konsumieren als vorher. Und deswegen bricht der Graph des Konsums am Anfang kurz einmal ein und steigt dann aber ganz normal wie alle anderen Graphen auch. Wichtig hierbei ist, diese Veränderung der Sparquote oder generell, was in den Aufgabenstellungen immer stand, was sich verändert, das ändert sich wirklich abrupt. Also die Sparquote erhöht sich hier nicht über ein paar Perioden über einen langen Zeitraum von 10% auf 20%, sondern direkt. Das ist einfach, als würde entschieden worden sein, okay, wir sparen jetzt nicht mehr 10, sondern 20% direkt, unmittelbar. In derselben Periode wird, also in einer und derselben Periode, wird die Sparquote einfach abrupt von 10% auf 20% erhöht und das ist hier die Periode t gleich 11. Also es dauert nicht erst mal 100 Perioden, bis die Sparquote bei 20% angekommen ist, sondern diese Änderung findet komplett ohne zeitliche Verzerrung quasi in der Periode t gleich 11 statt. Und die Auswirkungen auf Output, Investition, Konsum und Kapitalstock pro Kopf, das sind die Auswirkungen, die langfristig gezeigt werden müssen und die über einen längeren Zeitraum stattfinden. Genau, ich hoffe, ich konnte bis hierhin alle Fragen klären. Erstmal vielen, vielen Dank, dass ihr mir die Fragen gestellt habt. Und wenn weiterhin Fragen bestehen, dann bitte wirklich schreibt mir einfach kurz eine E-Mail. Und dann werde ich die gerne klären, weil wir ja nicht wissen, wie lange das Ganze hier noch online läuft, statt als Präsenzveranstaltung und wie lange ihr mir die Fragen halt nicht persönlich stellen könnt. Genau, eine weitere Frage klären wir noch. Okay, die nächste Frage, die gestellt wurde, bezieht sich auf die Nummer 2c. Aber weil vielleicht bei vielen das schon ein bisschen länger her ist, dass sie sich das letzte Video überhaupt angeguckt haben, spreche noch einmal ganz kurz durch, worum es in Aufgabe 2 überhaupt nochmal ging. Wir haben eine Produktionsfunktion gegeben und wir haben Werte für die Sparquote, die Abschreibungsrate und die Wachstumsrate n gegeben. Und jetzt sollen wir die Kapitalintensität und die Produktion pro Beschäftigten im Steady State ausrechnen. Wichtig, wir gucken hier auf eine Abschreibungsrate von 0,1. Wir haben dafür ganz normal einfach die Kapitalakkumulationsgleichung, also die dynamische Entwicklung des Kapitalstocks pro Kopf ausgerechnet. Und wir wissen, im Steady State verändert sich das auch nicht mehr, egal welche Periode wir angucken. Das heißt, Kt plus 1 geteilt durch n und Kt geteilt durch n ist beides exakt dasselbe, weil es sich über den Zeitverlauf nicht mehr ändert. Deswegen konnten wir das hier einfach gleich 0 setzen, also die Differenz davon gleich 0 setzen. Und sind auf die Gleichung gekommen.
Genau, und dann haben wir das einfach nur noch nach klein k aufgelöst, haben da rein die Werte, die wir gegeben hatten, eingesetzt und haben dann rausbekommen, dass die Kapitalintensität gleich 1 ist und die Produktion pro Kopf auch gleich 1 ist, weil wir ja wissen, dass man für y einfach k hoch Alpha rechnen kann. Bis hierhin erstmal nur kurz nochmal Wiederholung. Ich hoffe, bis hierhin ist alles klar. Das heißt, wir haben für eine Abschreibungsrate von 0,1 hier diese Werte ausgerechnet, nämlich eine Kapitalintensität von 1 und eine Produktion pro Kopf ebenfalls von 1. Jetzt gehen wir davon aus, dass sich die Abschreibungsrate von 0,1 auf 0,2 erhöht. Wir benutzen einfach die Formeln, die wir gerade schon errechnet hatten, also die Formeln aus Teilaufgabe A und kommen dann auf eine Kapitalintensität von 0,35 und auf eine Produktion pro Kopf von 0,707. Und das sind die Werte, die wir für die Abschreibungsrate von 0,2 raus haben. Das heißt, in A haben wir die Steady-State-Werte für eine Abschreibungsrate von 0,1 und in B die Steady-State-Werte für eine Abschreibungsrate von 0,2 ausgerechnet. In der Aufgabe C betrachten wir jetzt die Perioden T plus 1, T plus 2 und T plus 3. Und wir sollen für diese Perioden die Kapitalintensität und die Produktion pro Kopf bestimmen. Wir wissen, in der Periode T hatten wir noch eine alte Abschreibungsrate von 0,1 und die Werte dafür hatten wir im Aufgabenteil A ausgerechnet. Das heißt, wir wissen, für die Periode T ist die Kapitalintensität gleich 1 und die Produktion pro Kopf ist ebenfalls gleich 1. Jetzt interessiert uns ja die Periode T plus 1. Hierfür können wir einfach die Kapitalakkumulationsgleichung nutzen. Wir können die einfach umstellen zu kt plus 1 und dann sehen wir, das ist die vierte Zeile, in der eine Rechnung geschrieben ist, dann seht ihr, kt plus 1 ist nur abhängig von Variablen, die wir auch schon kennen. Das heißt, wir kennen S und Delta, dafür haben wir Werte gegeben und alle Variablen in Abhängigkeit von dem Index T können wir ausrechnen, weil das ist ja die Basisperiode quasi, von der wir ausgehen. Die Werte KT und YT hatten wir in dem Aufgabenteil A ausgerechnet und das heißt, wir haben eine Formel, mit der wir auch KT plus 1 ausrechnen können, weil wir alle Werte, die dafür nötig sind, gegeben haben. Jetzt ist wichtig, wir setzen für kt und yt und wieder kt natürlich jetzt jeweils die 1 ein, die wir aus dem Aufgabenteil A ausgerechnet hatten und nicht die Werte, die wir in Aufgabenteil B ausgerechnet hatten. Weil die Werte, die wir in Aufgabenteil B ausgerechnet hatten, waren ja die neuen Steady-State-Werte. Die Frage, die hier gestellt wurde, war, warum man insgesamt den neuen Wert für Delta einsetzt, aber die alten Werte für KT und YT und warum man nicht entweder alle Werte neu oder alle Werte alt einsetzt, sondern das halt verschieden quasi macht. Der Grund hierfür ist folgender. In einem Steady State verändern sich Werte ja nicht. Das heißt, solange die Wirtschaft im Gleichgewicht ist, bleiben die vier Variablen, die wir immer betrachten, Produktion, Kapital, Investition und Konsum, konstant. Solange sich von außen kein äußerer Einfluss ändert, bleiben diese vier Werte auf demselben Niveau. Jetzt haben wir hier den Fall, dass sich die Abschreibungsrate ändert. Und wenn ihr euch jetzt an die Graphen erinnert, die wir immer gezeichnet haben, dann erinnert ihr euch daran, dass ich gesagt habe, dass die x-Achse circa 100 Perioden lang gezeichnet werden sollte und die Graphen, die wir gezeichnet hatten, haben sich erst circa nach 100 Perioden auf dem neuen Niveau eingependelt. Das heißt, die Werte, die wir in der B ausgerechnet haben, in der Teilaufgabe B, das sind die Werte, die sich langfristig einpendeln, nicht die Werte, die wir jetzt direkt haben. Wir betrachten hier die Periode T plus 1 und die Werte, die wir in A ausgerechnet hatten, sind quasi die Startwerte und die Werte, die wir in B ausgerechnet hatten, sind die Werte aus dem neuen Steady State, also die Werte, die wir irgendwann in 100 Perioden vielleicht irgendwann erreichen für den neuen Steady State. Jetzt hier gerade befinden wir uns aber mitten auf dem Graphen, also in der Periode T plus 1, das ist ja quasi ganz am Anfang von dem Graphen, wo der Graph gerade anfängt zu steigen. Das heißt, die Werte dürften noch gar nicht stark von der Periode T abweichen.
Und wir berechnen die Periode T plus 1 immer auf Basis der Vorperiode. Also es findet eine Veränderung statt auf Basis der Werte, die wir in der vorherigen Periode haben. Das sehen wir auch hier an dieser Formel hier. Kt plus 1 ist gleich kt plus s mal yt minus delta mal kt. Die Indizes sind alle t, das heißt, die einzigen Variablen, die hier relevant sind, sind die aus der Periode t und aus keiner anderen Periode. Und das ist der Grund, weswegen wir hier auch die Werte, die wir in der Aufgabe a ausgerechnet hatten, verwenden und keine anderen Werte. Es steht ja quasi schon in der Formel drin, dass ihr hier die Werte aus der Periode t verwenden müsst. Okay, aber ich denke, die Frage bezog sich eher darauf, warum man die alten Werte von k und y aber trotzdem immer noch den neuen Wert der Abschreibungsrate verwendet. Der Grund, warum man den neuen Wert der Abschreibungsrate verwendet, ist, wenn sich ein äußerer Einflussfaktor ändert, dann ändert der sich abrupt. Das ist genau das, was ich eben auch zur Sparquote nochmal kurz erklärt hatte. Die Abschreibungsrate, wenn die sich ändert, dann ändert die sich nicht über viele, viele Perioden, dann ändert die sich irgendwie nicht über 100 Perioden, sondern dann ändert die sich abrupt innerhalb von einer Periode von Delta gleich 0,1 auf Delta gleich 0,2. Da ist keine Zeit zwischen, die vergeht, sondern die ändert sich direkt unmittelbar von 0,1 auf 0,2. Das heißt, ab dem Moment, in dem die sich geändert hat, ist die bereits auf dem neuen Wert angekommen. Das heißt, wir können jetzt in allen kommenden Perioden mit Delta gleich 0,2 weiterrechnen, weil wir davon ausgehen, Delta braucht nicht lange, bis es auf dem neuen Wert ankommt, sondern das ist direkt ab dem Zeitpunkt, wo das geändert wird, auf dem neuen Wert 0,2. Und deswegen müssen wir jetzt auch immer mit dem Wert 0,2 rechnen. Genau, und das ist der Grund, warum wir insgesamt für k und y die Ausgangswerte verwenden und trotzdem gleichzeitig für die Abschreibungsrate den neuen Wert, einfach weil k und y lange, lange brauchen, um sich anzupassen, aber Delta sich unmittelbar anpasst, also unmittelbar auf 0,2 erhöht wird. Und das ist ja überhaupt der Auslöser, warum sich k und y insgesamt ändern. Jetzt können wir mit dieser Formel dann hier die Werte für die Periode t plus 1 errechnen. Genau, und dann verwenden wir einfach wieder die gleiche Formel, um die Werte für die Periode t plus 2 zu errechnen. Hier nehmen wir jetzt als Grundlage die Werte aus der Periode t plus 1 für k und y. Für Delta verwenden wir immer noch den neuen Wert, also einfach 0,2. Genau, ich hoffe, das beantwortet die Frage und ich hoffe, ich konnte insgesamt die Fragen alle beantworten. Wie gesagt, falls nicht, schreibt einfach gerne eine E-Mail. Ja, das waren erstmal alle Fragen, die mir bisher gestellt wurden und die ich gerne vor allen Studenten, die diesen Kurs hier belegt haben, besprechen wollte, für den Fall, dass sich die Fragen vielleicht mehrere gestellt haben. Wie gesagt, ich füge einfach am Ende wieder meine E-Mail-Adresse ein und dann könnt ihr, falls sich neue Fragen ergeben oder falls ihr jetzt nicht ganz folgen konntet und noch Fragen zu den bisher bestehenden Fragen habt, dann schreibt mir einfach gerne eine E-Mail. Und wir besprechen jetzt weiter das Übungsblatt 2. Wir hatten die Aufgaben 1 und 2 fertig besprochen und machen jetzt weiter mit der Aufgabe 3. In der Aufgabe 3 habt ihr eine Produktionsfunktion gegeben und ihr habt Werte für die Abschreibungsrate und für n. N ist hier gleich 0, das hatten wir jetzt schon öfter den Fall, deswegen wollte ich da noch einmal kurz was sagen. Und zwar nehmen wir in den ersten Kapiteln an, dass Groß N, also die Beschäftigung, konstant ist. Das heißt, die Beschäftigung verändert sich über den Zeitverlauf nicht, egal welche Periode wir betrachten. Und das wird hier in der Aufgabenstellung nochmal explizit gesagt, dadurch, dass die Wachstumsrate der Beschäftigung, also klein n, gleich 0 ist, weil wenn sich die Bevölkerung bzw. die Beschäftigung nicht verändert, dann ist die Wachstumsrate einfach gleich 0, das heißt, die Beschäftigung ist konstant. Und das ist auch der Grund, warum wir einfach nur n und nicht nt in die Aufgabe hier schreiben müssen. Also wenn ich gleich die Lösung vorstelle, dann werdet ihr sehen, dass alle Variablen Indizes haben, also t oder t plus 1 oder was auch immer, in dem Fall hier nur t.
außer n. N hat gar keinen Index und der Grund dafür ist, dass es sich halt über den Zeitverlauf nicht ändert. Das heißt, es ist egal, ob wir Periode t oder t plus 1 oder t plus 20 betrachten. N ist so oder so immer konstant und deswegen braucht n keinen Index. Aber auch wenn wir diese Annahme hier treffen, wenn das der Fall ist, dann steht das in der Aufgabenstellung. Also bisher stand ja dann immer, dass klein n gleich 0 ist. Wir hatten ja jetzt auch schon eine Aufgabe, wo klein n einen Wert angenommen hat und wo ein Bevölkerungswachstum vorlag, irgendwann am Anfang dieser Übung. Genau, aber in diesem Fall hier wird halt explizit gesagt, dass die Annahme getroffen wird, dass kein Beschäftigungswachstum vorliegt. In der Aufgabe 3a sollen wir die Kapitalintensität und den Konsum pro Kopf im Steady State bestimmen. Die Kapitalintensität im Steady State zu bestimmen ist ja nichts Neues. Das machen wir einfach genau, wie wir das bisher immer gemacht haben. Wenn wir uns jetzt hier die Aufgabenstellung angucken, dann sehen wir, das Ziel ist zu zeigen, wie sich die Kapitalintensität und der Konsum pro Kopf im Steady State in Abhängigkeit von S entwickeln, also in Abhängigkeit von der Sparquote, weil ihr seht, wir haben Werte gegeben, außer für die Sparquote, also wir haben keinen Wert für klein s gegeben, aber einen Wert für Delta und für n. Das heißt, wir werden letzten Endes, wie ihr gleich sehen werdet, die Kapitalintensität und den Konsum pro Kopf nicht fertig ausrechnen können, sondern wir werden die nur in Abhängigkeit von s angeben können. Und das heißt, Ziel der Aufgabe ist es zu zeigen, wie sich diese beiden Variablen in Abhängigkeit von S entwickeln können. Also das heißt, ihr müsst halt hier nicht, also es ist ja nicht möglich, die Kapitalintensität bzw. den Konsum pro Kopf nachher in Werten anzugeben, sondern ihr müsst das einfach nur ausrechnen, bis ihr das Ganze in Abhängigkeit von S angeben könnt und dann habt ihr keinen Wert für S gegeben. Das heißt, ab dem Zeitpunkt, wo ihr das habt, seid ihr fertig. Genau, die Kapitalintensität berechnen wir genau, wie wir das bisher gemacht haben. Wir gucken uns die Entwicklung des Kapitalstocks an. Die Formel haben wir jetzt schon öfter verwendet und hier seht ihr genau das, was ich eben meinte. Nämlich, dass bei n kein Index vorliegt, weil sich n ja nicht über den Zeitraum verändern kann. Okay, das ist die dynamische Entwicklung des Kapitalstocks, also wie sich der Kapitalstock von der Periode t zur Periode t plus 1 entwickelt. Und wir wissen im Steady State, wir betrachten ja einen Steady State, weil das in der Aufgabenstellung steht, wir wissen dann, dass die Kapitalintensität sich nicht über den Zeitverlauf ändert. Das ist ja die Definition eines Steady States, dass sich die Kapitalintensität, also der Kapitalbestand pro Kopf, nicht ändert, egal welche Periode wir betrachten. Und das heißt kt plus 1 geteilt durch n minus kt geteilt durch n, also der linke Term, der hier links von dem Gleichzeichen steht, muss gleich 0 sein, weil wir wissen, dass dazwischen keine Differenz liegt, weil die beiden Werte genau gleich sein müssen. Das ist die Definition eines Steady States. Genau, deswegen können wir jetzt die linke Seite des Gleiches gleich 0 setzen und dann kommen wir auf s mal y t geteilt durch n ist gleich Delta mal k t geteilt durch n. Also einfach die rechte Seite des Gleichs umgeschrieben. Und wir wissen, wenn man pro Kopfgrößen hat, dann kann man die einfach in kleinen Buchstaben umschreiben. Das heißt, wir schreiben hier k durch n einfach als klein k und y durch n könnten wir entweder einfach als klein y oder als klein f in Abhängigkeit von klein k angeben. Okay, was wir jetzt machen können, ist für klein f k die Funktion einsetzen. Wir müssen also hier die Produktion pro Kopf einsetzen. Dafür gucken wir in die Aufgabenstellung. Wir haben ja eine Produktionsfunktion gegeben, die lautet k hoch 1 Drittel mal n hoch 2 Drittel. Um die Produktionsfunktion pro Kopf zu berechnen, teilen wir die einfach durch n. Also wir machen genau das, was wir die letzten Übungen auch schon detailliert besprochen haben. Also wir teilen k hoch 1 Drittel mal n hoch 2 Drittel durch n. Dann kommen wir auf k geteilt durch n hoch 1 Drittel, also einfach klein k hoch 1 Drittel. Das können wir dann hier in die Gleichung für fk einsetzen. Wenn wir
dann die Gleichung, die wir rausbekommen, umformen zu k, dann kommen wir auf einen Wert k ist gleich s geteilt durch Delta hoch 3 halbe, also die letzte Zeile, die ihr lesen könnt. Okay, jetzt haben wir die Kapitalintensität im Steady State berechnet, aber wir sollen ja noch den Konsum pro Kopf im Steady State berechnen. Okay, aber bevor wir zum Konsum pro Kopf kommen, hatten wir ja noch Werte in die Aufgabenstellung gegeben, die wir einsetzen können. Also wir hatten für die Kapitalintensität S geteilt durch Delta hoch 3 halbe raus und in der Aufgabenstellung ist ein Wert für Delta gegeben. Delta ist gleich 0,05 und das heißt, wir können das hier jetzt einfach einsetzen und jetzt tritt genau das ein, was ich eben gemeint habe, nämlich, dass wir die Kapitalintensität nur bis zu diesem Punkt und nicht weiter berechnen können, weil wir keinen Wert für S gegeben haben, den wir einsetzen können. Das heißt, wir haben die Kapitalintensität in Abhängigkeit von S ausgerechnet. Genau, als nächstes bestimmen wir den Konsum pro Kopf. Wir wissen, dass der Konsum abhängig ist von der Produktion bzw. dem Einkommen. Also wir wissen, der Konsum ist alles, was wir einnehmen, also unser gesamtes Einkommen, minus das, was wir von diesem Einkommen sparen. Das heißt, der Konsum ist y minus s mal y. Dadurch, dass der Konsum an sich von der Produktion abhängig ist, berechnen wir jetzt als allererstes die Produktion, weil wir sonst den Konsum pro Kopf nicht berechnen können. Und wir können die Produktion ja einfach berechnen, dadurch, dass wir die Kapitalintensität berechnet haben. Und wir wissen, dass die Produktion pro Kopf von dieser Kapitalintensität abhängt. Genau, die Produktion pro Kopf ist ja immer die Kapitalintensität hoch Alpha. Genau das wurde jetzt hier gemacht. Wir haben einfach klein k hoch Alpha, also klein k hoch 1/3 gerechnet. Für klein k hatten wir s geteilt durch 0,05 hoch 3 halb raus. Und jetzt greift wieder die exponentielle Rechenregel, die wir gelernt haben, nämlich, dass man jetzt einfach die Exponenten 3 halbe und 1/3 miteinander multiplizieren kann, dann kommen wir auf einen Exponenten von 1 halb. Jetzt haben wir die Produktion pro Kopf bestimmt, das war ja an sich gar nicht gefragt, aber hierüber können wir jetzt den Konsum pro Kopf berechnen. Genau, der Konsum pro Kopf, also c geteilt durch n, kann natürlich wieder mittels eines Kleinbuchstabens geschrieben werden, also als klein c. Und jetzt hatte ich ja eben gesagt, der Konsum selbst ist gleich das Einkommen minus das, was vom Einkommen gespart wird, also y minus s mal y. Und wenn wir das Ganze jetzt als Pro-Kopf-Größe angeben müssen, dann ist c geteilt durch n gleich y geteilt durch n minus s mal y geteilt durch n. Das heißt, das Einkommen pro Kopf minus das, was vom Einkommen pro Kopf gespart wird. Jetzt erinnern wir uns kurz daran, dass wir uns im Steady State befinden und deswegen wissen wir, dass S mal Y dasselbe ist wie Delta mal K. Wir gucken einfach nochmal kurz zurück an unsere erste Rechnung in der Aufgabe 3a. Da seht ihr in der dritten Rechenzeile, also da steht S mal F in Abhängigkeit von klein k ist gleich Delta mal K. Das hatten wir darüber rausbekommen, dass wir uns im Steady State befinden und sich der Kapitalstock über den Zeitverlauf nicht verändert. Das heißt, wir konnten die linke Seite des Gleichs gleich 0 setzen. Und dann bekommen wir raus, s mal klein f in Abhängigkeit von klein k ist gleich Delta mal klein k. Und klein f in Abhängigkeit von klein k ist ja einfach klein y. Das heißt, was wir hier in der a bereits nachgewiesen haben, ist, S mal Y ist gleich Delta mal K und das gilt im Steady State, weil die Kapitalintensität sich nicht über den Zeitverlauf verändert. Das heißt, diese Gleichung S mal Y ist gleich Delta mal K können wir jetzt einfach nutzen und einsetzen. Das wurde jetzt hier gemacht. Ich hatte ja gerade gesagt, der Konsum pro Kopf müsste eigentlich Y minus S mal Y sein. Aber statt S mal Y können wir jetzt hier einfach Delta mal K eintragen. Das heißt, wir haben einen Konsum pro Kopf von Y minus Delta mal K.
Okay, wir wissen, dass klein y gleich k hoch Alpha, also gleich k hoch 1 Drittel ist. Und wir wissen außerdem, dass Delta gleich 0,05 ist. Das alles setzen wir jetzt hier einfach ein. Also wir haben bereits ausgerechnet, y ist gleich s geteilt durch 0,05 hoch 1/2. Delta ist gleich 0,05 und k ist gleich s geteilt durch 0,05 hoch 3/2. Und so kommt man auf den Term, den wir hier hingeschrieben haben. Gerade haben wir ja den Konsum pro Kopf ausgerechnet, und zwar in Abhängigkeit von der Sparquote, weil wir hatten ja keinen Wert für s gegeben und deswegen ist der Konsum pro Kopf, den wir letzten Endes ausgerechnet hatten, war immer noch abhängig von der Sparquote, weil wir für s ja keinen Wert einsetzen können. Genau, in der 3b stellt sich jetzt die Frage, wie die Beziehung zwischen Konsum und Sparquote ist. Wir sollen die Beziehung zwischen den beiden in einem Diagramm, also grafisch, darstellen. Das heißt, die Frage, die wir uns stellen müssen, ist, wie wirkt sich die Ersparnis auf den Konsum aus? Dafür könnt ihr euch noch mal kurz daran erinnern, am Anfang dieser Übung, also in den letzten Videos, hatten wir Graphen gezeichnet, unter anderem zu dem Fall, dass sich die Sparquote erhöht. Und in jedem dieser Graphen hatte eine Erhöhung der Sparquote langfristig den Effekt, dass der Konsum ebenfalls steigt. Also wenn sich die Sparquote erhöht hat, dann ist der Konsum zwar am Anfang leicht nach unten abgeknickt, aber insgesamt langfristig ist der Konsum stark angestiegen. So hatten wir die Graphen bisher gezeichnet. Das muss aber nicht der Fall sein. Wir hatten das ja ausgerechnet. Das heißt, in diesen Fällen ist der Konsum langfristig wirklich gestiegen, dadurch, dass die Sparquote gestiegen ist. Das muss aber nicht so sein. Es gibt beide Fälle. Wenn die Sparquote ansteigt, kann der Konsum entweder fallen oder steigen. Es ist beides möglich und wir müssen jetzt halt differenzieren, wann passiert was, welche Auswirkungen hat die Ersparnis auf den Konsum. Das ist die Frage, die wir uns hier für dieses Diagramm stellen. Was wir wissen, ist, dass die Sparquote einen Wert zwischen 0 und 1 annehmen muss. Das heißt, die Sparquote kann von 0 bis 1 alle Werte annehmen. Das heißt, das Diagramm oder den Graph, den wir jetzt zeichnen, bildet den Konsum für eine Sparquote zwischen 0 und 1 ab. Also wir wissen, die Sparquote kann nicht unter 0 sinken und die Sparquote kann auch nicht über 1 steigen. Das Einfachste ist wahrscheinlich, dass wir uns zu Anfang die Extremfälle angucken. Das heißt, was ist, wenn die Sparquote gleich 0 ist oder was ist, wenn die Sparquote gleich 1 ist. Der erste Extremfall, also dass die Sparquote einen Wert von 0 annimmt, ist recht einfach. Wenn nichts gespart wird, dann wird auch kein Kapital angehäuft. Also unsere Definition war ja bisher, Kapital entsteht dadurch, dass investiert wird. Investitionen sind dasselbe wie Ersparnis. Das heißt, solange man nichts spart, solange die Sparquote gleich 0 ist, also man konsumiert alles, was man produziert, hat man keinen Kapitalbestand. Der Kapitalbestand ist gleich 0, weil man ja keinen Kapitalbestand aufbaut. Und wenn der Kapitalbestand gleich 0 ist, dann kann man gar nicht produzieren. Man kann ja nicht ohne Kapital produzieren. Das heißt, solange der Kapitalbestand gleich 0 ist, hat man weder Produktion noch Konsum, weil solange man nichts produziert, kann man auch nichts konsumieren. Das heißt, insgesamt bei einer Sparquote von 0 ist der Kapitalbestand gleich 0, dann ist auch die Produktion gleich 0 und dann ist der Konsum ebenfalls gleich 0. Das heißt, langfristig ist der Konsum bei einer Sparquote von 0 gleich 0. Dann betrachten wir noch den anderen Extremfall, nämlich dass eine Sparquote von 1 vorliegt. Wenn das der Fall ist, dann wird das gesamte Einkommen gespart. Eine Sparquote von 1 heißt 100%. Alles, das gesamte Einkommen, wird gespart. Das heißt, wir haben einen sehr, sehr großen Kapitalstock, weil wir sparen viel, wir häufen viel Kapital an. Dadurch ist auch unsere Produktion sehr, sehr hoch. Das Problem ist, wir haben einen sehr exzessiven Kapitalbestand, das heißt, die gesamte Produktion muss dafür eingesetzt werden, die Abschreibung des hohen Kapitalbestands auszugleichen. Das heißt, unser Kapitalbestand ist zwar unglaublich hoch, aber die Abschreibungen sind dementsprechend auch so hoch,
dass wir, um diese Abschreibung auszugleichen, also um den Kapitalbestand zu erhalten, die gesamte Produktion einsetzen müssen. Wir müssen also alles, was wir produzieren, immer und immer wieder sparen. 100% davon sparen, nur um die Abschreibung auszugleichen. Und das heißt, wir können von dem, was wir produzieren, nichts konsumieren. Es bleibt nichts übrig, was wir konsumieren können. Wir sparen 100%, nur um die Abschreibung auszugleichen. Das heißt, wir haben bei einer Sparquote von 0 und bei einer Sparquote von 1 in beiden Fällen langfristig einen Konsum von 0, weil es bleibt nichts übrig, was wir verkonsumieren könnten. Das heißt, bis hierhin wissen wir, für S gleich 0 und S gleich 1 haben wir einen Konsum von 0 und es muss einen Wert für S geben, der zwischen 0 und 1 liegt, bei dem der Konsum maximal ist. Also es muss eine Sparquote geben, für den der Konsum maximal im Steady State ist und dieser Wert der Sparquote muss irgendwo zwischen 0 und 1 liegen. Genau, und dieser Kapitalbestand, der den maximalen Konsum im Steady State ermöglicht, den bezeichnet man auch als den Kapitalbestand, der der Golden Rule der Kapitalakkumulation entspricht. Das ist hier, ihr seht, einen Graphen, der eine nach unten geöffnete Parabel abbildet und das heißt, dieser Graph hat einen Hochpunkt und dadurch, dass die Y-Achse den Steady-State-Konsum angibt, ist das der maximal mögliche Konsum und die Sparquote, das heißt der entsprechende X-Wert zu diesem Hochpunkt, ist die Sparquote, die optimal ist, also bei dem der optimale Kapitalbestand entsteht, zu dem optimal konsumiert werden kann langfristig. Der Grund dafür, dass der Zusammenhang zwischen Konsum und Sparquote so eine nach unten geöffnete Parabel ist, ist, dass ein höherer Kapitalstock durch eine höhere Sparquote entsteht und wegen des höheren Kapitalstocks sind immer höhere Abschreibungen nötig. Das heißt, man muss immer mehr dafür aufwenden, um den Kapitalstock zu erhalten. Die Abschreibungen werden immer größer und man muss einen immer größeren Teil der Produktion dafür aufwenden, den Kapitalstock zu erhalten und bei der gleichen Größe zu erhalten. Das heißt, es gibt eine optimale Sparquote. Das ist die Sparquote, für die der Hochpunkt, also das Maximum, das ihr hier seht, eintritt. Das ist die optimale Sparquote, bei der langfristig am meisten konsumiert werden kann. Wenn die Sparquote über diese optimale Sparquote drüber steigt, dann wird mehr gespart und mehr investiert, aber die zusätzliche Produktion, die daraus entsteht, reicht nicht aus, um die höheren Abschreibungen zu decken. Das heißt, die Sparquote steigt, der Kapitalbestand steigt, die Produktion pro Kopf steigt ebenfalls, aber die Abschreibungen steigen auch. Und das Problem ist, sobald S größer ist als das optimale S, dann steigen die Abschreibungen stärker, als die Produktion pro Kopf steigt. Und das heißt, man muss einen größeren Teil der Produktion nur dafür aufwenden, die Abschreibungen auszugleichen. Und das heißt, dass man letzten Endes sogar weniger konsumieren kann, als wenn man die Sparquote einfach gleich gelassen hätte. Also es ist nicht nur so, dass die zusätzliche Produktion komplett für den Erhalt des Kapitalstocks aufgewertet werden muss, sondern sogar noch mehr als das, was zusätzlich produziert wird. So viel, dass der Konsum langfristig insgesamt sogar sinkt. Und wenn ihr euch das jetzt hier anguckt, dann seht ihr, je höher die Sparquote ist, desto höher ist die Kapitalintensität und desto höher sind die Abschreibungen und desto höher ist das, was nötig ist, um den Kapitalbestand konstant zu halten. Also desto mehr muss man aufwenden, um die Abschreibungen auszugleichen und desto weniger kann man insgesamt konsumieren, weil man einen so großen Teil der Produktion irgendwann einfach nur noch dafür aufwendet, den Kapitalstock konstant zu halten. Bei einer Sparquote, die geringer ist als das optimale Niveau der Sparquote, ist genau das Gegenteil der Fall. Das heißt, wenn man die Sparquote dann erhöht, dann steigt die Kapitalintensität, dann steigt die Produktion pro Kopf und dann steigen die Abschreibungen zwar auch durch den höheren Kapitalstock, aber die Produktion steigt stärker als die Abschreibungen
sodass insgesamt trotzdem, obwohl die Abschreibungen steigen, ein größerer Teil der Produktion übrig bleibt als vorher. Das heißt, man kann mehr konsumieren als bei der niedrigeren Sparquote. Und das ist genau der Fall, den wir in den Graphen, die wir Anfang der Übung 2 gezeichnet hatten, vorliegen hatten. Nämlich, wir hatten eine ansteigende Sparquote und kurzfristig ist der Konsum gesunken, aber langfristig ist der Konsum gestiegen, dadurch, dass die Produktion so stark gestiegen ist und die Produktion den Anstieg der Abschreibungen ausgleichen konnte und sogar noch stärker gewachsen ist, sodass man von der Produktion sogar noch einen größeren Teil verkonsumieren konnte als vorher. Okay, das heißt, insgesamt habt ihr eine Sparquote, die geringer ist als das optimale Niveau, dann lohnt es sich, diese Sparquote zu erhöhen, weil die Produktion dadurch so stark steigt, dass ihr langfristig mehr konsumieren könnt. Dann gibt es ein optimales Niveau der Sparquote, zu dem man das optimale langfristige Konsum, also das maximale langfristige Konsumniveau erreicht. Und wenn man die Sparquote über das optimale Niveau erhöht, dann hat man langfristig einen niedrigeren Konsum und sogar einen sinkenden. Das heißt, je höher die Sparquote irgendwann ist, desto niedriger wird der Konsum. Das heißt, am Anfang durch eine Erhöhung der Sparquote steigert sich der Konsum und also wenn man die Sparquote zu stark erhöht über dieses optimale Niveau hinaus, dann sinkt der Konsum langfristig, wenn man die Sparquote weiterhin erhöht. Man bezeichnet das Ganze als die goldene Regel der Kapitalakkumulation. In der Realität haben aber die meisten OECD-Staaten einen Kapitalbestand, der sogar weit unter dem der Golden Rule Kapitalbestand, also unter diesem Kapitalbestand, der optimal wäre, liegt. Das Problem ist, dass man ein Trade-off zwischen einem höheren Konsum heute und einem höheren künftigen Konsum, also zukünftigen Konsum hat. Das heißt, entweder die heutige Generation müsste etwas stärker verzichten und weniger konsumieren, damit langfristig der Konsum optimal werden kann. Oder die künftigen Generationen haben halt einen geringeren Konsum, weil nicht der optimale Konsum erreicht wird. Genau, und die OECD-Staaten haben größtenteils einen Kapitalbestand, der sehr, sehr viel niedriger ist als der, den wir hier gerade bestimmt haben, der optimal wäre, um den Konsum zu maximieren. In der Aufgabe 3c sollen wir jetzt die Sparquote bestimmen, für die der Steady-State-Konsum maximal wird. Wir haben jetzt gerade in der 3b durchgesprochen, wie das Ganze in der Theorie aussehen sollte. Also es gibt eine optimale Sparquote, für die der Konsum maximal wird, weil die Konsumfunktion in Abhängigkeit von der Sparquote eine nach unten geöffnete Parabel mit einem Hochpunkt ist. Und in der Aufgabe 3a haben wir auch schon den Konsum pro Kopf ausgerechnet. In der Aufgabe 3a hatten wir raus, dass der Konsum pro Kopf gleich S geteilt durch 0,05 hoch 1/2 minus 0,05 mal S geteilt durch 0,05 hoch 3/2 ist. Das ist die Formel, die wir einfach in der Aufgabe 3a raus hatten. Unser Ziel ist es jetzt in der Aufgabe 3c hier, das optimale S zu bestimmen, sodass langfristig der Konsum maximal ist. Und die Konsumfunktion, die ich gerade nochmal vorgelesen habe aus der 3a, muss so einen Graphen haben, wie wir ihn in 3b gezeichnet haben. Das heißt, es gibt einen Hochpunkt, genau, weil es halt eine nach unten geöffnete Parabel ist. Und diesen Hochpunkt wollen wir jetzt bestimmen. Also wir wollen quasi im Endeffekt den x-Wert des Hochpunktes bestimmen, weil wir die Sparquote wissen wollen, für die der Konsum maximal wird. Und wie ihr euch hoffentlich erinnert, wenn man irgendwas maximiert, also wenn man den Hochpunkt bestimmen will, dann gibt es eine notwendige Bedingung, nämlich dass die erste Ableitung gleich 0 sein muss. Die Funktion, die wir ableiten, ist die Konsumfunktion, also der Konsum pro Kopf, die Funktion, die wir dafür in der Abhängigkeit von S errechnet haben. Und die leiten wir einfach nach S ab und diese Ableitung muss dann gleich 0 gesetzt werden. Genau, also hier steht das Ganze nochmal, das ist die Funktion, die wir in der 3a ausgerechnet hatten und das werden wir jetzt ableiten nach S. Die Ableitung wird dann gleich 0 gesetzt und für den Fall, dass sich der ein oder andere nicht mehr daran erinnert, wie man eine solche Ableitung bildet, habe ich das noch einmal ganz kurz aufgeschrieben.
Oben seht ihr nochmal die Funktion. Der Einfachheit halber, zumindest hilft mir das immer, habe ich das auseinandergezogen. Also in der ursprünglichen Funktion aus der Nummer 3a stand S über dem Bruchstrich jeweils, sodass immer der Bruch S geteilt durch 0,05 vorkam. Ihr könnt euch das natürlich als zwei separate Terme quasi vorstellen. Also ihr könnt einen Bruch immer aufteilen, sodass 1 durch 0,05 einfach nur der Vorfaktor von S ist und nicht quasi mit S zusammenhängt oder so. Es ist einfach ein separater Vorfaktor, also lasst euch von dem Bruch nicht verwirren. Dadurch, dass der Exponent, der sich auf S bezieht, sich auch jeweils immer noch auf den Vorfaktor bezieht, also dass ja sowohl in dem roten Term am Anfang als auch in dem blauen Term am Ende der Gleichung, in beiden Fällen seht ihr eine eckige Klammer. Und der Exponent, der dahinter steht, bezieht sich auf S sowie den Vorfaktor und dann benutzen wir immer die Kettenregel. Die Kettenregel besagt, dass die Ableitung insgesamt der äußeren Ableitung mit der inneren Funktion unabgeleitet mal die innere Ableitung entspricht. Ich hoffe, ihr erinnert euch noch so grob daran. Was das insgesamt heißt, ist, wir gucken uns jetzt einfach erstmal nur den roten Term an. Die äußere Funktion ist ja quasi einfach s hoch 1/2. Die leiten wir jetzt ganz normal ab. Das heißt, das 1/2 wird vor den gesamten Term vorgeschrieben, also wie man das bei einer ganz normalen Ableitung macht. Der Exponent wird als Vorfaktor vorgezogen. Und dann wird der neue Exponent minus 1 gerechnet, also so dass der neue Exponent minus 1/2 entsteht. Und dann müssen wir das Ganze ja nochmal die innere Ableitung rechnen, das heißt wir multiplizieren das Ganze mit der Ableitung von 1 geteilt durch 0,05 mal s. Die Ableitung davon ist ja einfach nur noch der Vorfaktor von s, weil wir davon ausgehen, dass s keinen Exponenten hat. Das heißt, unsere gesamte Ableitung von dem roten Term ist die, die ihr da seht, die ich da hingeschrieben habe. Falls es dazu noch Fragen gibt und ihr euch überhaupt nicht mehr daran erinnert, wie man eine solche Ableitung nochmal bildet und ihr gerade nicht mitgekommen seid, wie ich das erklärt habe oder so, kann ich es auch ruhig nochmal erklären, dann schreibt mir einfach eine E-Mail. Aber an sich ist es einfach nur, dass ihr quasi die äußere Funktion und die innere Funktion bestimmt und erst nur die äußere Funktion ableitet und dann danach die innere Funktion ableitet und das mit der äußeren Funktion multipliziert. Wir machen das Ganze jetzt nochmal für den blauen hinteren Term der Funktion. Auch hier wieder die 0,05, die ganz vorne stehen, übernehmen wir einfach, weil der Vorfaktor bleibt ja immer stehen. Das heißt, den Term in der Klammer müssen wir jetzt mit dieser Kettenregel ableiten. Als erstes ziehen wir wieder den Exponenten 3/2 davor und rechnen den Exponenten minus 1. Dann ergibt sich ein neuer Exponent von 1/2. Den Term in der Klammer können wir einfach wieder abschreiben. Und das Ganze multiplizieren wir jetzt noch mit der Ableitung der inneren Funktion. Die innere Funktion ist 1 geteilt durch 0,05 mal s. Das heißt, die innere Funktion hat keinen Exponenten für s. Und die Ableitung dieser Funktion ist dann einfach nur 1 geteilt durch 0,05. Deswegen wird der zweite Term am Ende mit 1 durch 0,05 multipliziert. Genau, das Ganze schreiben wir jetzt wieder hintereinander. Es ist ja eigentlich eine Funktion. Ich habe es nur in zwei Terme aufgeteilt, weil man die ja separat ableitet. Und da müsst ihr dann halt darauf achten, dass in der Ausgangsfunktion ja zwischen den beiden Termen ein Minus steht und ihr das natürlich wieder übernehmen müsst. Das heißt, die Ableitung des roten Terms minus die Ableitung des blauen Terms ist die gesamte Ableitung für C in Abhängigkeit von S. Genau, in dem hinteren Term kürzt sich dann die 0,05 raus. Dadurch, dass wir ja 0,05 mal 1 geteilt durch 0,05 rechnen, das heißt, das fällt einfach weg. Und diese gesamte Ableitung müsst ihr natürlich dann jetzt noch gleich 0 setzen. Dann ergibt sich die Gleichung, die ihr hier seht. Genau, und die lässt sich jetzt vereinfachen. Worauf wir insgesamt jetzt hinaus wollen, ist diese Gleichung hier nach s aufzulösen, weil s ist jetzt unsere einzige Variable, die noch in dieser Gleichung drinsteht.
Und wir wollen berechnen, welche Größe S annehmen muss, welchen Wert S annehmen muss, damit der Konsum maximal wird. Und deswegen lösen wir das Ganze jetzt einfach nur nach S auf und gucken, welchen Wert S dann annimmt, damit C maximal wird, also damit diese Optimalitätsbedingung hier erfüllt wird. Was jetzt hier im ersten Schritt gemacht wurde für diese Umformung war, von dem linken Term hat man die 1/2 mit 1 geteilt durch 0,05 verrechnet und damit man in dem rechten Term keinen Bruch als Vorfaktor hat, hat man nochmal 2 gerechnet und dann ergibt in dem linken Term 1/2 mal 1 geteilt durch 0,05 mal 2, 20 und deswegen ist das der neue Vorfaktor des ersten Terms. Und der neue Vorfaktor des zweiten Terms ist dann einfach nur noch 3. Okay, dann können wir im Anschluss die beiden Brüche um s herum auflösen. Das hatten wir ja schon öfter, dass der Exponent, wenn der in Klammern auf den ganzen Bruch bezogen ist, sich sowohl auf den Nenner als auch auf den Zähler bezieht. Das heißt, wir können hier einfach die 0,05 jeweils mit dem Exponenten verrechnen und in den Nenner ziehen, in den Zähler ziehen, sorry, und dann mit dem Vorfaktor jeweils verrechnen. Hatten wir eigentlich schon öfter durchgesprochen, also auch da, falls jemand die Rechenschritte hier nicht nachvollziehen kann, dann schreibt mir einfach kurz nochmal, dann sprechen wir es nochmal ein bisschen ausführlicher durch. Auf jeden Fall, wenn man das dann mit den Vorfaktoren verrechnet, dann kommt man auf neue Werte für die Vorfaktoren. Und s steht nicht mehr in einem Bruch und die Exponenten beziehen sich jeweils nur noch auf s. Okay, diese Rechenzeile wollen wir ja jetzt nach s auflösen. Dafür habe ich euch einmal kurz die Zwischenschritte aufgeschrieben, weil man das vielleicht so leichter versteht, als wenn ich das jetzt einfach vorlese und danach auf den Lösungsfolien nur s ist gleich ein Drittel steht. Deswegen hoffe ich, dass ihr so besser mitkommt, wenn ich das einmal kurz anhand der aufgeschriebenen Zwischenschritte erkläre. Als erstes wird plus 13,41 s hoch 1/2 gerechnet, also ihr zieht es quasi einfach auf die linke Seite des Gleichs. Ihr wollt das Ganze ja nach s auflösen, das heißt, wenn ihr jetzt durch s hoch minus 1/2 teilt, dann fällt ja einfach der Term um s herum rechts vom Gleich weg. Und ihr habt nur noch das s auf einer Seite stehen, nämlich auf der linken Seite des Gleichs, weil ihr das ja dann miteinander verrechnen müsst. Das heißt, wir teilen durch s hoch minus 1/2. Jetzt müssten wir auf der linken Seite des Gleichs dafür s hoch 1/2 geteilt durch s hoch minus 1/2 rechnen. Das ist wieder der Fall, dass wir zweimal die gleiche Basis, aber verschiedene Exponenten haben. Die Basis ist in beiden Fällen s und der Exponent ist einmal 1/2 und einmal minus 1/2. Und wenn die beiden Basen durcheinander geteilt werden, dann kann man die Exponenten minus rechnen. Wir hatten das ja schon öfter, indem die beiden Basen miteinander multipliziert wurden, dann wurden die Exponenten aufaddiert. Und hier ist halt genau das Gegenteil der Fall, nämlich die Basen werden dividiert. Und das heißt, wir müssen die Exponenten voneinander subtrahieren. Das heißt, ihr habt auf der linken Seite des Gleichs s hoch 1/2 minus minus 1/2, weil der Exponent von dem s, das vorher rechts stand, ist ja minus 1/2. Minus und minus ergibt plus, das heißt, der neue Exponent ist 1/2 plus 1/2, also 1. Und deswegen braucht ihr gar keinen Exponenten mehr hinschreiben. Das heißt, wenn wir durch s hoch minus 1/2 teilen, dann steht auf der linken Seite des Gleichs auch einfach nur noch s. Jetzt müssen wir natürlich nur noch durch 13,41 teilen, um den Vorfaktor vor s ja quasi auf die andere Seite zu ziehen. Und 4,47 geteilt durch 13,41 ergibt dann ein Drittel. Das ist der Wert für s, der diese Aufgabe löst. Und das ist jetzt der Wert, der unseren Steady-State-Konsum maximiert. Das heißt, wenn wir uns an unseren Graphen zurückerinnern, den wir gezeichnet hatten, dann hatten wir eine Konsumfunktion, die wie eine Parabel nach unten geöffnet aussah. Das heißt, mit einem Hochpunkt und der X-Wert, also der S-Wert, der diesen Konsum maximiert, also der X-Wert für den Hochpunkt,
ist jetzt hier S gleich ein Drittel. Also das ist die Sparquote, die den Konsum langfristig maximiert. Genau, ja, und damit haben wir die Aufgabe gelöst. Dann kommen wir als nächstes zur Aufgabe 4. In der Aufgabe 4 haben wir zwei Länder gegeben, die komplett identisch sind und sich nur in ihrem Sparverhalten unterscheiden. Das heißt, sie haben eine unterschiedliche Sparquote. Und wir wissen, die Sparquote in Land A ist größer als die Sparquote in Land B. Jetzt ist die Frage, was wir daraus in der langen Frist schlussfolgern können. Wir wissen, wenn ein Land eine höhere Sparquote hat, dann hat dieses Land auch eine höhere Kapitalakkumulation. Das heißt, es wird mehr investiert und es häuft sich mehr Kapital an, was für die Produktion zur Verfügung steht. Das heißt, das Kapital im Verhältnis zur Arbeit steigt. Das heißt, wir wissen, das Land, das die höhere Sparquote hat, muss auch ein höheres Verhältnis von Kapital zu Arbeit haben. Wir haben also durch dieses höhere Verhältnis an Kapital zu Arbeit, also durch die höhere Kapitalakkumulation, ein höheres Niveau der Produktion, das möglich ist. Aber wir hatten ja gesagt, durch eine höhere Sparquote ist nur ein höheres Produktionsniveau möglich, aber kein langfristiges Wachstum. Das heißt, die Produktion oder die Wirtschaft wächst langfristig nicht, sondern sie kann nur auf einem höheren Niveau produzieren. Wenn wir uns jetzt also hier die Antwortmöglichkeiten angucken, dann wissen wir auf jeden Fall, dass das Verhältnis von Kapital zu Arbeit nicht gleich groß sein kann und auch nicht in B größer sein kann als in A, wenn A die höhere Sparquote hat. Und wir wissen auch, dass das Wirtschaftswachstum nicht langfristig höher ist. Es geht nämlich nicht um das Wachstum. Durch eine höhere Sparquote hat man nur kurzfristig eine höhere Wachstumsrate, dadurch, dass quasi die Wirtschaft aus ihrem Steady State rausgebracht wird und sich in einen neuen Steady State einpendeln muss. Und bis zu diesem neuen Steady State wächst die Wirtschaft kurz stärker. Aber sobald die Wirtschaft sich in dem neuen Steady State eingependelt hat, ist das Wachstum unverändert. Das heißt, wir haben kein höheres Wirtschaftswachstum in A als in B, sondern nur ein höheres Niveau der Produktion, nur ein höheres Verhältnis von Kapital zur Arbeit. Und das heißt, die Antwortmöglichkeit B ist hier die richtige. Das waren alle Aufgaben des zweiten Übungsblattes. Ich würde heute nicht mehr mit dem dritten Übungsblatt anfangen, weil die erste Aufgabe des dritten Übungsblattes recht umfangreich ist und es meines Erachtens nach mehr Sinn ergibt, die Teilaufgaben der Aufgabe 1 alle direkt hintereinander weg zu besprechen. Deswegen beenden wir das Video jetzt hier. Auch hier wieder meine Bitte, falls irgendwas nicht verstanden wurde, dann schreiben Sie mir gerne eine E-Mail. Ich kann das nicht ganz einschätzen, dadurch, dass ich kein direktes Feedback kriege, was ich wie schnell erklären muss und was ich vielleicht ausführlicher erklären sollte und was man nicht auf Anhieb versteht. Ich mache das einfach so, wie ich denke, wie es am besten verständlich ist, aber ich bin natürlich auf euer Feedback angewiesen, weil ich das schwer einschätzen kann, wenn ich keine Studenten vor mir habe, die mir sagen können, was ich vielleicht noch mehr erklären sollte. Weil wir auch nicht wissen, wie lange das Ganze noch online läuft und ob es überhaupt noch mal eine Präsenzveranstaltung geben wird, ist das wirklich eine eindringliche Bitte. Falls Sie irgendwas nicht verstehen, dann schreiben Sie mir eine E-Mail, weil wir nicht wissen, ob wir das Ganze mal als Präsenzveranstaltung durchführen können und ob Sie mich dann Ihre Fragen persönlich fragen können. Deswegen, auch wenn es einzelne Rechenschritte sind oder wenn Sie komplette Aufgaben nicht verstehen, bei irgendwelchen inhaltlichen Fragen schreiben Sie mir einfach gerne und dann erkläre ich das gerne nochmal. Genau, vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit und eine schöne Woche.